Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit der Dämmerung auf 1580 mit Randoms gesucht über die App. Wir machen natürlich hier ein Los auf Großmeister. Hier sind schöne Sachen drin, Räuberschild, Champions Überladung und Unaufhaltsame. Ausrüstung ist gesperrt, passgenau, Knappheit, Champions Mob, dann geschützte Feinde alle, subtile Feinde und hier einmal akutes Leere brennen. Ja, das wird auf jeden Fall sehr lustig. Oder auch nicht, mal schauen. Mal gespannt, sagen wir es mal so. So, ich rede mit denen, ihr hört mich nicht, ihr hört nur mich. So, ich starte. So. Also, ich rede übrigens die ganze Zeit, ne? Da habe ich was gehört. Ne, 1580. Hab ich doch geschrieben. Ja. Aber macht ja nichts. Loot ist Loot und Medaillen gibt's auch, also rein da. Oder nicht, oder doch? Ich weiß, glaube ich, die, ob ich schon gespielt habe. Ich weiß. Ja. Ja, ich muss für den Charme muss ich hier noch Spitzenrüstung holen. Und ja, da fehlt halt noch ein bisschen was. Und deswegen erstmal 1580. Okay, Mara. Wohin gehen wir? Zu einer Stadt, die in Dunkelheit gehüllt ist. Durch die Höhlen in der Nähe. Dort befindet sich etwas, das dem Parasiten wieder Leben einhaucht. Verstanden. Wir melden uns, wenn wir dort sind. Wieso habe ich jetzt eigentlich die Gallerhorn nicht mitgenommen? Bin ich doof? Naja, egal. Geht schon so. Ich habe die Galle auch nicht mitgenommen. Naja, jetzt kommt, wenn man die ganze Zeit nur mit Exo-Bogen spielt, dann ist Mist. Bist du schon fertig mit deinem Medaillenkram komplett? Headshocks. Übrigens, das hast du noch nie gespielt, ne? So, noch so ein komischer Ander. Ich bin schön nicht weg. Sorry. Ich habe den noch nicht gespielt, den Strike hier in der Dämmerung. War letztes Mal irgendwie nicht buggy oder so? Ja, ich hätte mich auch früher zurückziehen sollen. Egal, lass mich einfach liegen. Ich mach das mal da. Das Bier. Brauch mich nicht holen. Bringt nix. Ganz viele Sprenger rum.
Guter Gefallen. Blöden unsichtbaren Nerven, ne? Ja, gar nicht. Boah, gibt's nicht. Sollen wir vielleicht auch mal eine Bubble reingeben, was? Ich hoffe, bin ich jetzt gestorben. Mal. Jetzt war schon rein. Oh, Schilde. Echt. Dann müssen wir falls immer. Immer noch? What? Ach, der wird geschützt, sag mal. Die Eisen ist echt gut, ey. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren mit dem Warlock. Ich bin ganz immer nur leere Läufe. Im Eis ist echt super. Der Spitzenreiter ist viel, viel schwieriger oder eher nicht? Ach, das ist mit. Ja, ja, gut. Okay. Ja, Spitzenausrüstung. Okay. Ja, ja, ich habe meine Galohorn leider vergessen jetzt. Na, ja, da redet noch einer. Oh, warte mal, hinten vom Bahn. Also ich habe den noch nicht in der Dämmerung gespielt hier. Den Strike definitiv nicht. Ich hab's noch vergessen. Soll ich mal reingehen? Ich geh mal rein. Hab noch einen guten Tag. Nein, die haben mich eingefroren, glaub's nicht. Schauen wir mal aufhauen hier. Der Boss, stimmt ja. Gibt's da irgendwo einen Safe-Point oder so? Safe-Spot? Ja. 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 Ja, und hier. Falls immer rum. Schlechter Gefallen. Nein, jetzt falle ich hier auch noch runter. Ach man. Ich bin ja wieder da.
Mann, ey. Scheiße, wir springen hier. Ich habe meinen Warlock auf Mobilität hier oder was, habe ich hier so auf Lauf. Güter gefallen. Springen wir nicht so weit. Ach, Überladung ist das. Achso. Moment. Oh, das ist ein Muni. Ja, ist gut. Kleiner Moment. So, alle ready, alle da. Alles an Muni mitgenommen überall, ja, ne? Ja, gut. Auch schon weg? Ne, noch nicht. Oh yeah. Ach, da kommt noch die ganze Plattform wieder. Da war ja was. Hä, leere Immun? Was ist das denn? Klappen können. Hast du probiert? Ich muss die Galle mal mitgenommen, ey. Oh. Uns. Da muss man eben kurz hier ein bisschen die Dinge sammeln hier. Korrumpierung entfernen. Also wir hier auch noch. Oh Mann. Stimmt hier. Wie viele Phasen waren das mal beim Boss? 3, ne? Wo wir immer wieder nochmal geteleportet werden. Da hinten so ein Ding hingestellt.
Hält nicht so viel aus. Achso, der war nicht richtig gestunt, deswegen. Achso. Dieser ganzen Hohntechnologie nachzuurteilen, die hier herumliegt, würde ich sagen, sie benutzen die dunkle Energie dieses Ortes, um sich eine Art Versteck zu erschaffen. Am besten schalten wir sie aus. Hupibu. Oh oh. Ja. Geht los oder was? Die Krabbler, die Blöden. Nein, wieso hält er sich nicht fest? Alter. Ja, ist immer, immer schön, wenn er sich nicht festhält. Ich glaube, wir nehmen auch die größeren Plattform da oben, ey. Das ist ein bisschen besser. So, wo ist er denn? Da, oben rechts. Oh. Soll ich wieder? Thank you.
Phantom System finde ich so geil. Können wir denn jemanden finishen mit hier, dass ihr das Schwere rausdroppt? Ich kann's nicht. Ich hab's nicht eingestellt. Naja, aber. Uiuiui, volle Munition. Bitte lang. Scheint, als hätte der Brutkasten keine Energie. Ja, cool. Warte mal, noch, eben noch nicht rausgehen. Und ich muss kurz noch was loswerden hier. Ich muss kurz meine Aufträge rausschmeißen. Dann waren wir nur teilweise erfolgreich. In der Thronwelt sind weitere Brutkästen verborgen. Ich werde versuchen, sie zu finden. Sieht aus, als wäre unser Kryptoglyph auch verbraucht. Aber das können wir vielleicht beheben. Gut. Beschützt den Parasiten. So, ich melde mich, ja, cool, sobald ich unsere nächsten Brutkasten gefunden habe. Gern geschehen. Ja, danke, Hedgehog, ne? Hedgehogs. So, was ich mir gucken, was ich gekriegt habe. Eine Waffe, die ich nicht brauche. Toll. Was ist denn? Oh, hier, mein erster 1560er. Das ist schon mal gut. Jo. Ja, das war mit Randoms. Die haben mich mehr oder weniger gezogen, muss ich dazu sagen. Ja, war super. Also die haben echt gut gespielt. Ich habe das erste Mal jetzt diesen Strike in der Dämmerung mit 1580 gespielt. Deswegen war es also ein bisschen anders für mich und neu. Aber wie man gesehen hat, habe ich ein paar Sachen abgeschlossen. Das heißt, ich muss mal eben kurz gucken, was ich alles gekriegt habe. Ich weiß nämlich gar nicht. Das war eigentlich so eine Poststelle gelandet. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, definitiv. Hab viel gerade fertig gemacht, deswegen gehen wir kurz auf den Turm, wegen den Hüterspielen auch. Die eine Quest habe ich auch fertig gemacht. Medaillen habe ich jetzt eine Platin, eine Silber nur und 475 Lorbeeren. Das heißt, ich gebe die gleich erstmal wieder aus. Ja, wie gesagt, nehmt auf jeden Fall die Gallehorn mit, ja. Ich habe vergessen, die reinzupacken, mitzunehmen. War ein bisschen doof, sagen wir es mal so. Ohne Gallehorn, wie gesagt, Gallehorn ist omnipräsent, sollte man immer mitnehmen, definitiv, sonst gehen die Waffen eigentlich, aber wie man gesehen hat, die Combo, der eine mit dem Eis, der Warlock mit dem Eis und mit den leeren Granaten und so, das ist, war schon super, also gutes Random-Team gehabt, Schwein gehabt, sagen wir es mal so, super Sache. Hab mich jetzt gefreut, dass es gut geklappt hat, aber sonst habe ich hier eigentlich nur Blödsinn bekommen, alles, was ich nicht brauche. Ja, schade eigentlich. So, gehen wir kurz mal die Sachen hier ab. So, auf dem Turm hier brauche ich natürlich auch noch, warte, was hat das Ding hier? Hauding, dynamische... Diese Waffe gewährt erhöhten Schaden durch Nahkampfkills und Kills mit dieser Waffe. Aha, also gute Sachen eigentlich dabei, aber ich habe die schon irgendwo anders rumliegen, deswegen recycle ich die mal eben. Auch wenn da jetzt viele vielleicht weinen werden, aber ja, muss halt eben gucken, was man macht, ne? Das ist das Problem. So, da habe ich schon gleich was abholen, okay. Die Quest, vielleicht die. 42%, das dauert noch. Wie gesagt, da müsst ihr bis Schritt 10 kommen, um diese Platinfackel anzuzünden. Das dauert richtig lange. Meine Empfehlung ist auch, nehmt auf jeden Fall immer, also ja gut, also nehme ich jetzt zum Beispiel immer, hier einmal Platinkartendämmung nehme ich immer mit. Und natürlich auch mal hier die Beutezüge mitnehmen, damit man halt immer wieder schön hier auch ein bisschen Landschaft rauskriegt. Ich stehe drauf. Ist gar nicht so schlecht. So.
Ja, das soll es gewesen sein. Und dann bedanke ich mich recht herzlich nochmal ans Team, was mir geholfen hat. Danke für euren Support und probiert's aus. Wie gesagt, kann man durchkommen, aber wie gesagt, ein bisschen passiv spielen und vielleicht noch andere Sachen einstellen. Meine eingestellten Sachen waren jetzt nicht so gut, sagen wir es mal so. Bis dann. Tschüss. Ich muss alles festhalten an das.